Eine erneute Reaction. Oh, ich habe gar nicht, ich habe den Ton noch gar nicht angepasst. Ha! Wieder schneller gestartet. Ja, schneller gehandelt als nachgedacht. Aber hey, man kann mir vieles nachsagen und das ganz bestimmt. Also, liebe Leute, heute der Nachtrag zu diesem Rockerkrieg der Mongols, die den Hells Angels in Hamburg den Rang ablaufen wollten. Ja, konnte man gestern dann ein wenig dazu, ja, kann man sagen, dass man dazu fast schmunzeln konnte bei zwischen Handgranaten, Schüssen, Angriffen, SEK, Kokain, Kuttenklauen, Kiez, Prostitution, war es aber fast schon surreal, oder? Also, ich weiß dann auch manchmal gar nicht, wenn ich dann hier so aufstehe, was ich davon halten soll, was ich da so gerade besprochen habe. Und es ist ja bitterer Ernst, aber wenn es dann so produziert wird, dass dann einige Rocker entschlossen haben, dann das dann doch in der Öffentlichkeit darzustellen, ist das schon oftmals sehr, sehr merkwürdig. Jetzt kommt gleich was vom ZDF-Info, das können wir leider nur bei Twitch machen, weil ZDF mag das oft, die Reactions bei YouTube nicht so, dass wir dann dort gestrikt werden, Copyright, Urheberrecht und so weiter, wird man runtergeschmissen, erneuter Strike und das brauchen wir nicht. Die Doku heißt Rockerkrieg, wenn der Staat zurückschlägt und der hat in Hamburg zurückgeschlagen. Man kann vieles dann über den Staat sagen, aber dann nachher, wo dem Staat das zu bunt wurde, dass auf offener Straße geschossen wurde, vielleicht Unbeteiligte verletzt werden können, dann ist auch mal Schicht im Schacht, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, die größte Gang der Stadt ist immer noch die Polizei. Und von daher kann ich das nur sagen, hier wurde noch gehandelt. Und auch, man darf sich ganz sicher sein, auch andere kriminelle führende Persönlichkeiten und Gruppierungen aus Hamburg werden gesagt haben, Jungs, egal wie das jetzt hier passiert oder wie es weitergeht, es muss leiser werden. Denn alles, der ganze Krieg in einem Milieu, besonders in der organisierten Kriminalität, geht es darum, nicht in der Öffentlichkeit zu sein, nicht medienwirksam zu sein. Denn das, was im Verborgenen passiert, soll ja nicht über Instagram, über YouTube und über, was weiß ich, über ganz normal Fernsehen und so laufen, sondern es soll ja Geld verdient werden. Und ständige Razzien in Bordells, in Shisha-Bars, in Nachtclubs und so weiter, Polizeikontrollen und so weiter, die stören das Geschäft. Und sie stören nicht nur das Geschäft dann von den beteiligten Gruppen, sondern es trifft alle. Ja, wenn man weiß, die nächsten Tage rückt überall ein Spezialeinsatzkommando rein und dann haben die Freier wenig Bock drauf, irgendwie in irgendwelche Bordelle zu gehen oder dass da bleihaltige Luft ist. Da gibt es nicht so viele, die dann da Bock drauf haben. Deswegen ist Ruhe reinzubringen, ist für viele der Gruppen ganz wichtig, um dann im Verborgenen ihre Geschäfte zu machen. Sobald doch dann eine Soku da ist und alle werden kontrolliert, dann zieht man das auch auf sich. Dann zieht man das Finanzamt, Steuerfahndung auf sich, bis zum Ordnungsamt. Über das Ordnungsamt kann man auch lachen, aber Ordnungsamt ist halt, die kommen dann um die Ecke mit der Polizei und sagen dann im Aero-Center und sagen, oh, die Feuerleitern, die sind aber schon ziemlich alt und die sind eigentlich für die vielen Leute, die in diesem Gebäude sind, sind die eigentlich zu klein. Also wir würden jetzt erstmal beschließen, dass wir den Laden zumachen, bis dann die neuen Notausgänge beschildert sind, die neuen Notfallfeuerleitern montiert sind und so weiter. Und so lange können wir das hier leider nicht machen. Also da gibt es viele Mittel und Wege, das Leben an Leuten schwer zu machen. Und die haben das hier alles in die Öffentlichkeit gezogen. Und das, was wir hier sehen, ich habe gestern auch ein paar Insider-Informationen bekommen, haben sich dann doch einige bei Instagram gemeldet, nicht nur auch zu den Personen, die hier drin vorkommen. Ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ich versuche das so anonym wie möglich zu erzählen, also brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber so ein bisschen, wie was passiert ist. Und das war dann doch sehr, sehr spannend, dass mir das dann zugetragen worden ist, wo wir dann gestern über diesen Fall
Kurze Rückschau. Also Hamburg, Ur-Hells Angels-Gebiet, erstes Hells Angels-Charter in Deutschland. Anfang der 80er verboten, trotzdem alles in was Rocker angeht, alles in Hells Angels Hand. Sehr, sehr mächtige Leute mit dabei, großen Rückhalt. Und dann gab es neue Gruppierungen, die dann dort versucht haben, Fuß zu fassen, wie die Mongols. Und die Mongols haben sich dann auch mit den Bandidos da kurzzeitig getroffen. Das war wohl auch mehr ein Zufall. Die Bandidos, die man dann da gesehen hat, die sind dann von einer anderen Party losgefahren, wollten sich dann noch mit den Mongols treffen, haben eigentlich ein Verbot bekommen, sich mit den Mongols in Hamburg mit Kutte zu treffen. Sie hätten sich ohne Kutte treffen dürfen, aber die Kutte ist dann doch zu attraktiv, die dann dort vor Ort zu zeigen. Gab dann danach wohl auch Rauswürfe und Strafen intern, dass die sich dann dort mit den Mongols getroffen hatten. Und ich habe dann auch gehört, haben mir gestern auch Leute berichtet, dass dann auch welche von den Mongols, die wir gestern gesehen haben, dass die dann auch mittlerweile verstorben sind. Einer von denen soll gestorben worden sein, da weiß man nicht. Der ist dann auf dem, wie kann man das sagen, auf dem Balkan weggekommen. Ja, muss man mal sagen, wenn man dann erstmal anfängt, da Hackmack zu machen und einen harten. Wow, Kai, Dankeschön für die Abos. Ehre geht raus. Kai, Dauersupporter, Dankeschön. Supporter klingt irgendwie blöd, Dauerunterstützer. Und hoffentlich, dass wir uns persönlich bald kennenlernen. Also, ich würde sagen, wir starten dann gleich mal in die Doku rein. Ich habe mich mal wieder nicht vorbereitet. Das merkt man. Ich war eben noch oben und habe noch. Ja, da. Ich habe vergessen, meine Kopfhörer reinzumachen. So, fällt euch gar nicht auf, ne? Wieso hast du deine Kopfhörer nicht auf? Hätte mal einer von euch auch sagen können. Danke für die Unterstützung, Leute. Ehre geht raus. Also, dann gucken wir uns das gleich mal an und steigen rein. Und schön, dass ihr mit dabei seid und da volle Attacke in die ZDF-Doku. Hamburg, mitten auf der Reeperbahn. Es ging um Macht, Geld und Ehre. Es war die Zeit, als die in Hamburg neu gegründeten Mongols sich ihren Teil vom Rotlicht- und Drogengeschäft auf dem Kiez holen wollten. Also hier sieht man die Halligalli-Lounge, über die hatten wir ja auch schon gesprochen. Und die Halligalli-Lounge soll eine recht normale Kneipe gewesen sein, beziehungsweise Bar. Überhaupt keine Affinität vorher zu einem Milieu, da ist man ganz normal hingegangen, war kein Treffpunkt für irgendwelche Leute. Und dann hat doch der Inhaber, ist dann ja European President of the Mongols MC Germany Europe geworden, Kevin and Durain. Haben das dann sozusagen als Headquarter ausgesucht und hat sich es auch mit normalen Barbetrieb irgendwie erledigt. Ne? Wenn davor irgendwie 10 lederne Jungs stehen, die alle grimmig reingucken, dann stehen da noch die Jungs in Blau von der größten Gang aus Hamburg, von der Polizei. Und man befürchtet, dass irgendwann ein Drive-By-Shooting ist. Da schmeckt der Gin Tonic, egal welcher es ist. Und ich bin ja ein Fan von Monkey47, also falls Sponsoring incoming. Weiß nicht, ob der Gin Tonic dann gut schmeckt, wenn man erwartet, okay, hier ist Rockerkrieg, hier sind die gerade gejagt werden von den Hells Angels, die gerade angeschossen worden sind. Auf dem Hamburger Kiez, weiß ich nicht, ob ich da abhängen wollen würde. Danke, Tobi To, Ehrenmann. Dankeschön. Haut raus. Die Mongols. Ein loser Haufen von Ganoven, die keine Ahnung von der traditionellen Subkultur der Rocker hatten. Okay, kurzer Stopp schon wieder. Ich weiß, keine Ahnung von der. Da gab es ein, zwei dabei, die dann doch zu dem Rocker-Milieu gehörten. Also besonders der Reza, der auch bei den Hells Angels in der Schweiz zugehörig war und dort auch eine respektierte Person war, bis er dort rausgeschmissen wurde. Das ist so, dass es viele Altrocker hat es übel aufgestoßen, dass jeder sich auf einmal eine Kutte überzieht, keine Motore, es geht nicht mehr um Motorradfahren, gar nichts, alle wollen sich diese Kutten anziehen, martialisch aussehen, gucken, böse gucken, aber nicht eine Fliege an der Kutte vom Motorradfahren, das ist natürlich vielen aufgestoßen, muss ich aber leider sagen, dass die meisten großen Clubs sich irgendwann so geöffnet haben und dann wirklich nur nach Manpower entschieden haben. Viele haben einfach wirklich einfach Leute aufgenommen, die irgendein Standing im Milieu hatten, für die Konecke gut waren, gute Hauer waren oder einfach Psychopathen an der Waffe waren. Und das macht natürlich so eine MC-Schiene, ein MC-Milieu kaputt.
Angeführt wurden die Desperados von Arash Ruya und Erkan Uzun. Es war der erste Rocker. Also links ist Erkan Uzun. Erkan X hat er sich genannt. Und rechts sehen wir Arash. Erkan Uzun, wurde mir gestern auch berichtet, soll richtig Geld verdient haben. Also der war ziemlich frisch unterwegs, soll mehrere Frauen auch in einem Laufhaus in Hamburg gehabt haben. Also hat richtig Geld verdient, war dann auch befreundet mit dem Inhaber, einem Albaner, dem es gehört. Das kann man nachgoogeln, also da brauche ich jetzt nicht großartig, das ist auch nicht mein Insiderwissen. Blutiger Machtkampf, ist die Eros Center Gang noch zu stoppen, bla bla bla. Und da geht es um Sefadin Sefiel, der Albaner hat das Sagen im Eros Center. Mit dem war er befreundet, der hier, Erkan X, und hat dann dementsprechend auch sehr viel Geld verdient. Die sind irgendwann, sind die auseinandergegangen und wie das so ist, dann nicht so, ja, Digga, wir verstehen uns nicht mehr so gut, aber kein Problem, lass Geschäfte weitermachen oder hey, so, Schwamm drüber, wir müssen uns einfach nur nicht mehr privat auf dem Prosecco treffen, sondern hier ging es dann darum mit Kiezverbot und dann verdienst du auf einmal, wenn du vorher gewohnt bist, jede Woche irgendwie, 20, 30.000 Euro abzuholen irgendwo und auf einmal holst du, ja, holst du gar nichts mehr ab. Und das macht natürlich schlechte Laune. Das macht schlechte Laune. Und dann wurde beschlossen, vielleicht den Kiez, gewisse Laufhäuser und so weiter, zurückzuerobern, anzugreifen. Gegen Hells Angels, gegen Albaner. Ich will Geld verdienen. Und jetzt machen wir den Großangriff auf Hamburg. Und der ist, ja, reichlich schiefgegangen. Diese Bilder, es tut mir leid, wir haben das gestern schon gesprochen, hier diese Bilder. Wie gesagt, im Gesicht ist alles voll tätowiert. MFFM, dann der junge Mann rechts, der Arash, der hat auch Fuck Hells Angels sich irgendwo aufs Gesicht tätowiert und so weiter. Aber da kommen wir noch alles zu. Diese Bilder ist aber, ob man einem blauen Auge oder hinter Gitter, geile Typen bleiben geile Typen. Weiß ich nicht, ob das so, da wirkt es auf Englisch irgendwie besser, ne? So, you're my brother's, I'm my brother's keeper oder so. Ne? Also, ja. Oder? Ist so, kann man sich schon, könnte man im Internet bessere Sprüche googeln. Krieg, der vor allem in den sozialen Medien angefacht wurde. Das war damals neu, dass man tatsächlich dann provoziert hat, auch insbesondere übers Internet, und es dann dadurch auch zu Konflikten kam, auch auf der Reeperbahn, auch im Bereich, die eigentlich die Hells Angels für sich beansprucht hatten damals. Und das führte zu auch gewaltigen Auseinandersetzungen bis hin zu Schusswaffen einsetzen. Höhepunkt der Rivalitäten ist eine Schießerei auf dem Kiez. Nur durch Glück werden keine Passanten getroffen. Die Hamburger Polizei antwortet mit ständigen Kontrollen bei den Rockern. Außerdem gründet das LKA eine Sonderkommission. Ich habe es schon mal erzählt, wir sehen hier gerade, wie Dari, Sergeant von den Hells Angels, von einem Hells Angels Charter in Hamburg, den ich auch persönlich mehrmals kennengelernt habe. Wie gesagt, im persönlichen Kontakt eine sehr nette Person, wenn er dich auch mochte, aber man hat schon gewusst, das ist schon jemand, der durchzieht und durchziehen kann. Ne? Das war niemand, mit dem du dich so anlegst, mal nebenbei. Soll aktuell immer noch im Rollstuhl sitzen und da kommen wir aber noch zu, weil er nachher das Ziel ist, in der es um diese Doku auch geht. Hier ging es wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn und ich glaube, wenn man jetzt einige der Teilnehmenden fragen würde im Nachhinein, wenn einige dann, wenn irgendjemand 20 Jahre im Knast sitzt und der andere sitzt für immer im Rollstuhl, ob es das wert war, ne?
ist es das Geld wert? Ist es die Gang wert? Sind es die Brüder wert? Holen die Brüder jetzt jeden Tag einen ab? Pflegen die einen oder sonst was? Ich kann die Frage für mich sehr direkt, sehr schnell beantworten. Nichts ist es das wert. Also da schmeckt ein Toastbrot mit Salami drauf in Freiheit besser wie in was weiß ich, ein Kilohawk Wagyu Tomahawk Steak hinter Gittern. Also da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Ist einfach so. Und wie gesagt, wenn eine Soko erstmal gegründet wird, ich weiß, das klingt immer komisch, weil wir dann verwöhnt sind, so, ja, Soko, Sonderkommission. Aber eine Soko kümmert sich nur um den Scheiß. Die Soko kümmert sich nur um die Leute, die gucken, wo die Samstagmorgen hingepipit haben, wo die mit dem Auto hingefahren sind, was sie am Telefon gemacht haben, wenn du erstmal eine Soko am Arsch hast, dann wird's eng. Ihr Chef ist damals Mirko Streiber. Da galt es tatsächlich sehr, sehr schnell Ruhe reinzubekommen, die Gruppen auch auseinanderzubekommen und im Grunde auch alles dafür zu tun, dass es eben nicht zu irgendwelchen Konflikten noch kommt. Deshalb sind wir dort massiv vorgegangen mit einem sehr breiten Konzept. Also zum einen natürlich Strafverfolgung, aber auch zum anderen Einbindung sämtlicher anderen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung steht, auch anderer Behörden. Steuerfahndung zum Beispiel, Zoll, alles was möglich ist, Gewerbeaufsicht und dergleichen mehr, um ganzheitlich vorzugehen. Tja, Gewerbeamt, Zoll, Ordnungsamt, alles Mögliche. Das hat Hamburg gelernt, das ist das, was ich schon oft gesagt habe. Das hat die Stadt Wismar, das hat Mecklenburg-Vorpommern verpasst. Ich gehe davon aus, auch bei Supervision zwischen den Landeskriminalämtern und auf Tagungstreffen und so weiter wird das erzählt, wie, welche Strategie war erfolgreich gegen wie und welche Gangs, Clans, Rockergruppen, mafiöse Strukturen, die Mafia an sich. Und das sind die Nadelstiche von allen Seiten und die tun weh. Und wo tut's der organisierten Kriminalität am meisten weh? Wo tut's der organisierten Kriminalität am meisten weh, Leute? Haut rein in den Tasten oder an eurem Smartphone, wenn ihr dünne, schnelle Finger habt, dann könnt ihr schnell antworten. Ja, Ralf H. aus G. Ehrenmord, grüß dich. Wo tut's weh? Genau, bei der Kohle, beim Geld, bei den Finanzen, wenn es ums Geld geht. Geldbörse, Money, 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 Geld, Hosentasche. Ja, es ist so. Wenn die Bündel dünner werden, kleiner werden oder das Bündel dann nur noch in einen Clip passt und selbst wenn der Clip nachher nur noch Ping macht und nichts mehr dazwischen ist, dann tut's weh. Es gibt viele, die sagen, gut, klar, Freiheit mal 2-3 Jahre weg. Auf dem Zehnereisen hat auch trotzdem keiner Bock. Zehnereisen hat da trotzdem keiner Bock, habe ich nicht kennengelernt. Aber es gibt Leute, die sagen, gut, das und das Geld ist es mir wert, die gewisse Zeit Freiheit zu verlieren. Aber wenn du Freiheit verlierst und draußen wird noch das Geld weggenommen, dann ist scheiße. Und du rauskommst und 15 Jahre gesessen hast und kommst raus und alles, was du hast, ist dein Entlassungsgeld, dein Überbrückungsgeld vom Knast 1.500 Euro, um ein neues Leben zu starten, ist schwierig, ne? Und irgendwann wartet der Kiez auch nicht, wenn du in 10, 15 Jahre weg bist, wartet der Kiez nicht drauf, dass irgendjemand nach 15, 20 Jahren aus dem Knast kommt, der jetzt irgendwie 60 ist. Da gibt es neue junge Leute, die auch wieder brutal sind und ihr Geld schützen wollen. Die warten nicht drauf, dass jemand aus dem Knast rauskommt und sagt, Mensch, schön, dass du wieder da bist, hier ist dein alter Laden. Hier sind ein paar Frauen, die ich dir schenken will und hier in den Drogenhandel kannst du auch einsteigen, will ich auch nicht mehr. Das ist sowieso zu viel Geld, was ich da verdiene. Das ist alles nicht so einfach, ne? Und dann auch mit vielen Kontrollmaßnahmen wieder Ruhe reinzubringen. Was nicht so einfach ist. Der Hass zwischen dem Hells Angel Dari Faisolahi und dem Mongol Arash Ruya sitzt tief. Also um diese beiden geht es dann auch. Und der Arash war wohl mal auf dem Weg dran, irgendwie auch bei Dari mitmachen zu wollen, in deren Fahrwasser mitzuschwimmen und so weiter. Aber Arash soll schon auch in jungen Jahren als sehr brutal und heftig gegolten haben und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Der soll aus sehr, sehr guten Verhältnissen kommen und war aber schon immer auch in der Gegend, wo er herkam, war er bekannt dafür, dass er wirklich psychopathisch unterwegs ist und war. Auch schon in jungen Jahren immer wieder davon gesprochen hat, vielleicht mal jemanden, also dass es auch eine Auszeichnung ist, irgendwie 10, 15, 20 Jahre in den Knast zu gehen und zu schießen, das war immer sein Credo. Und ja, so komisch das klingt, ne, würde man doch sagen,
Ja, aber ist doch krass, ist doch gut, wenn dann so eine Gang wie die Hells Angels oder Bandidos oder irgendwelche Mafia-Strukturen so jemand aufnehmen wollen würden, der bereit ist, da in den Knast zu gehen und alle umzulegen und so weiter. Aber genau diesen Misch an Leuten wollen viele der Clubs nicht. Ja, ja, du brauchst Soldaten. Du brauchst Soldaten, die in den Krieg ziehen können, die auch bereit sind, in den Krieg zu ziehen sind. Aber was hast du davon in Friedenszeiten, wenn du in deinem eigenen Club 10 Psychopathen hast, die Feinde suchen, die Stress machen? Also es gibt ja auch Clubs, die wollen dauerhaft Frieden. Also auch die großen 1%er-Club, die wollen dauerhaft Frieden, weil es auch um Geld geht. Und auch die haben auch nicht Bock, jeden Tag aus der Tür zu kommen und von der Polizei festgenommen zu werden, sich selber mal umzudrehen, dass vielleicht geschossen wird und so weiter. Deswegen sind viele von den Psychopathen dann in den Clubs wirkliches Gift. Ne? Weil sie dann jedes Wochenende in der Woche Stress machen, weil sie angefangen, ich will jetzt nicht nur über jetzt Art, sondern allgemein, die dann ihre Frauen zusammenmöbeln, ihre Frau zu Hause, möbeln in der Diskothek jemand zusammen, an der Ampel steigen die aus, boxen auf ein Auto, legen sich mit den Cops an und alles fällt auf den Club zurück. Das heißt ja nicht nur, dass dann nur einer dann Hausdurchsuchung bekommt, nee, da kriegt der Clubpräsident noch Besuch, der Vizepräsident, alle anderen im Club, dann gibt es Zufallsfunde. Deswegen ist da wohl auch schon mal der erste private Bruch gewesen. Also die sollen trotzdem mal gut bekannt gewesen sein oder zumindest bekannt. Und dann hat es den Bruch gegeben, nachdem da diese Anerkennung in die Richtung komm, du kannst bei unserem Club mitmachen oder so, soll es da diesen Bruch gegeben haben. Arash bedroht seinen Rivalen mit Sprachnachrichten. Hier erstmals im Original zu hören. Was, ne, Dari? Ich sag dir was, Digga. Du kennst mich, ne? Digga, Hells Angels muss mich töten. Ich werde erst gestoppt, wenn ich unter der Erde bin, Digga. Und wer von euch ist bereit, mich zu töten? Keiner, Digga. Keiner will 15 Jahre in den Knast, Digga. Ich will 15 Jahre in den Knast, Digga. Für meine Ehre will ich 15 Jahre in den Knast. Ich scheiß auf mein Geld, Digga. Diese Ansagen musst du auch erstmal machen, ja. Das klingt jetzt, es ist schon irgendwie, es ist krass, ne, so das alles so per WhatsApp zu haben, so diese Nachrichten so zu hören. Aber das ist jemand, das haben mir mehrere gestern bei Instagram, also ich habe bestimmt 5, 6 Nachrichten von unterschiedlichen Leuten bekommen, die gesagt haben, der meinte das so, ne? Also der meinte das so. Der hatte auch kein Problem damit, dass sein Leben zu Ende ist und dass er auch jetzt diese 15, 20 Jahre absitzt. Und das wussten auch seine Gegner. Und damit wir jetzt auch mal hier die Thematik noch mal intensiver reingehen. Also glaubt nicht, dass jeder in so einem 1%er Rockerclub, das ist egal, Outlaws, Hells Angels, Bandidos und so weiter, dass wenn da so Charter zusammensitzen oder Chapter und die sitzen mit 12, 15 Mann in so einer Clubsitzung und treffen sich oder gehen in den Wald, weil sie da nicht abgehört werden wollen oder wanzen, dass dann irgendjemand sagt, ja, irgendjemand muss jetzt hier den Arash umlegen, dass sich dann da 8 Leute melden. Das sagen auch Leute, nee, das ist also, nee, Geld verdienen will ich auch und ich will die coole Kutte tragen und so weiter und ich kann mich auch boxen für den Club, aber so schnelle Freiwillige findest du jetzt nun auch nicht, die losgehen und sagen, nee, klar, schieße ich alle über den Haufen. Also das, was der hier gesagt hat, das ist einfach auch bittere Realität und ernst gemeint. Also das wurde mehrmals bestätigt. Also soll auch schon in jungen Jahren immer rumgeballert haben mit Knarren. Also kein Kind von Traurigkeit. Das darf man hier auch dann immer wieder nicht vergessen. Offenbar kennen Arash und Erkan damals keine Tabus. So kündigen sie in einem Video an, notfalls auch die Kinder ihrer Gegner zu attackieren. Denk an Versicherung, gegenseitig, Brüderschaft. Oh ja, das ist öffentlich, ne? Also das, was wir gleich sehen. Und wie gesagt, es gab ja mal diesen Kodex, ja, von der Familie wird die Finger gelassen, nicht zu Hause überfallen und so weiter. Ja, schöner Kodex, den sie dann auch bei YouTube, die Gangster und Kriminellen, die sich da präsentieren, weiß ich nicht, die Klicks, ich weiß nicht, aus welchem Bereich sie die Klicks wollen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dann dort verkauft werden soll und welches Image aufgebaut werden soll, die dann davon sprechen, von Gangster-Ehre und Ehrenloyalität und Respekt und so weiter. Ich habe es gesehen, wie fast alle die moralischen Grenzen über Bord geworfen haben, wenn es um diesen Krieg ging, wenn es um Geld ging, wenn es um Macht ging, wenn es um Herabwürdigung ging. Dann haben nicht nur die das mit ihrem strangen Video jetzt hier gemacht, sondern das habe ich bei fast allen gesehen. Also diesen Kodex und so weiter, ja, eine schöne Sache fürs Fernsehen, eine schöne Sache für einen Mafia-Film oder so, aber jeder, der mal in die organisierte Kriminalität reingeguckt hat, weiß,
das ist, hat mit der Realität nichts zu tun. Und diese Videos wurden öffentlich gepostet, die wurden gezeigt, ne? Hier schwören sich dann gegenseitig, wenn der eine den, wenn der andere getötet wird oder sonst was, dann rächt der sich an dem Täters Kindern oder so. Das ist das, was Leute feiern im Internet, ne? Auch heute noch von Gangstern. Ich töte ihn, seine Mutter, seine Schwester und seine Kinder. Ja, wie lustig. Wie lustig. Ja. Sehr lustig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, aber ist schon eine krasse Ansage. Teilweise sind die Familienmitglieder bei den Rockern außen vor. Es geht wirklich nur um die Mitglieder, um die sogenannten Full-Member, Prospects oder Hangarounds der jeweiligen Rockergruppierung. Und die Familien sind eigentlich schon außen vor und haben einen gewissen Schutzraum. Und der wurde zumindest verbal von einigen Personen durchbrochen. Im Sommer 2016 rächen sich vermutlich die Hells Angels. Ein bis heute unbekannter Täter schießt auf Arash Ruya und seine Freundin Lisa S. Beide überleben schwer verletzt. Das ist halt auch eine Sache, die wir schon besprochen hatten in der letzten Doku, wie gesagt, als Racheaktion für die ganzen Ansagen, die Angriffe und so weiter. In diesem Fall konnte man fast damit rechnen, okay, wenn du den, also wo ich das damals gehört habe, und ich habe das auch den Nachrichten damals entnommen, war mir klar, wenn du den nicht tötest oder einige von denen nicht um die Ecke bringst, das war klar von diesen 15, dass da irgendwie 11, 12, 13 Umfaller sind. Aber die Psychopathen aus dieser Gruppierung, das war mir klar, wenn die das wenn die das überleben, dann gibt es Rache. Ja. Kurz nach dem Anschlag. Krankenbesuch vom Mongols Oberhaupt Erkan Uzun. Oh, da war es auch schon. Das holt alte Erinnerungen hoch. Das wird noch richtig strange, ne? Ich glaube sogar, dass jetzt gleich der Arash dort sitzt und rauchend im Krankenzimmer ist. Uzun kommt frisch aus dem Gefängnis und lässt sich über die blutige Nacht und den Täter aufklären. Ich habe einen Schuss bekommen durch den Zeigefinger. Der hat meine ganzen Knochen mitgezogen in die Hand, in den Handbereich. Hier sehen Sie. Wie nennt man das nochmal? Hier, wer in ein Tal schreit, hört auch ein Echo. Das klingt nach Rache. Nee. Ich habe mich vor, Rache auszuüben. Selbstjustiz ist bei mir nur ein No-Go. Tja, also das ist wirklich irgendwie bei ZDF Info oder was weiß ich, irgendwo im Internet gesendet worden. Ja, also da sind alle Alarmglocken an und das ist real, das ist nicht ausgedacht, ne? Ein No-Go. Also Sie akzeptieren den deutschen Staat? Ja, sonst würde ich hier nicht leben. Wie man heute weiß, will Arash Rache. Die LKA-Ermittler gehen davon aus, dass der erste Anschlag auf Arash von den Hells Angels ausging. Im Sommer 2018 erwischt es dann den Rockerboss der Hells Angels, Darius Fazulahi. Also man muss dazu sagen, dass Dari war eine der Führungspersönlichkeiten, er war aber nicht der Rockerboss, das ist immer so schwer zu sagen, das ist sein weißer Bentley. Dankeschön fürs Prime-Abo, Dankeschön, Ehre geht raus. Viele von denen sind ja dementsprechende Karren gefahren, ich hab's ja gesagt, ne? Also Dari hatte auch richtig Geld, Dari hatte Geld. Muss ich auch dazu sagen, die Story hatte ich auch schon mal kurz erwähnt, wo wir einen Saunaclub besucht hatten. Da waren wir im Saunaclub und da hatte Dari auch eine Freundin laufen. Eine Frau laufen und alle haben vorher zu uns gesagt, wenn ihr jetzt in den Saunaclub runtergeht, nicht die Frau von Dari. Und ich sag's ja, woran erkennen wir die denn? Ich war dann noch mit drei, vier anderen aus unserem Club und dann sage ich so, wie erkennen wir die denn? Ja, die sieht so und so aus, so klein, schwarze Haare, hat dann hier auch Dari irgendwie unter den Möpsen tätowiert oder auf dem Bauch oder so. Und
Und dann wir so, ja, ich alle Jungs so beiseite genommen. Ich sag so, pass auf, wenn wir jetzt runtergehen, wie einer von euch fest die Frau an. Das ist scheißegal, ne? Also alles andere, nur nicht die Frau. Dann sind wir runter, haben dann Bier getrunken, Sekt getrunken und so weiter. Ich muss sagen, das war nie so mein Ding, so Saunaclub. Ich war 3-4 Mal im Saunaclub, aber ja, war sowieso so irgendwie nie mein Ding, da trotzdem hinzugehen. Aber waren wir unten, haben ein paar Bier getrunken, war ein Sommertag, dann draußen war dann mit großem Pool und Sonnenliegen und so weiter. Naja, einer oder andere wird wissen, wie ein Saunaclub aussieht. Und dann kommen die Frauen ja aktiv auf einen zu und sagen so, ja, hey, wollen wir aufs Zimmer, wollen wir nicht was machen, kann ich mich zu dir setzen, gibst du mir ein Piccolo aus oder gibst du mir ein Champagner aus oder sonst irgendwas. Und dann saßen wir da, waren so draußen und dann haben wir immer so geguckt, so immer so die Tattoos so abgescannt und so, ne, so, okay, und dann kam irgendwann auch seine Frau und ist dann zu allen vieren zu uns hin und wollte natürlich Geschäft machen, die wollte ja Geld verdienen. Ne, und dann kam sie so an und ich so, nee, passt nicht, nee, wir wollen draußen erstmal gucken und erstmal hinsetzen, erstmal ein Bier trinken und so weiter. Sie hat dann versucht, so uns alle so irgendwie zu überzeugen. Sie hatte da schon einen hohen Stellenwert, allein dadurch, dass wer ihr Mann ist. Und sie hat dann bei uns halt kein Geschäft machen können. Und die Ansage hatten wir nicht von Dari direkt bekommen, sondern von jemand anderes aus dem Club. Also nicht eine Ansage, aber so drum gebeten worden. Und nachher, wo dann der Sauna-Club-Tag beendet war, haben wir Dari oben noch getroffen, nachdem wir uns umgezogen hatten. Und er sagte so, wieso geht ihr mit den anderen Frauen los? Soll ich denn kein Geld verdienen? Wieso lasst ihr meine Frau so links liegen? Und wieso? War nicht so die einfachsten Entscheidungen, so, ja. Also da wandelte man auch immer auf dünnem Eis, das muss man dazu sagen. Also da kann man viel Scheiße mitbauen. Das sind so die Momente, wo dann Strafgelder aufgerufen werden. Ja, aber jetzt zu dieser Situation nach diesem Anschlag hier bei dem weißen Bentley, das ist auch am Kiez. Matze, helfen wir mal, ist das so in der Nähe da von Five Guys? Ist das da auf dem Weg? Das ist doch schon fast direkt Reeperbahn, oder? Ist doch so, oder? Und daneben soll ein Auto gehalten haben, mehrmals in das Auto geschossen haben und dann seit diesem Anschlag, Nähe Millerntor ist das, ne? Zubringer Millerntor. Nur der HSV natürlich. Und seit diesem Anschlagstag, seit 2016, ist mittlerweile 6 Jahre, soll Dari halt im Rollstuhl sitzen. Genau, Ecke, wo es zum Dom geht. Ah, okay, alles klar. Also, wie gesagt, auch dann den Dari da hart getroffen an dem Tag. 18 erwischt es dann den Rockerboss der Hells Angels. Ah, 4 Jahre, okay. Angels, Darius Fasolahi. Genau, 2016 war der Anschlag auf den Arash und 2018 der Racheanschlag auf Dari. Er wird in seinem weißen Bentley mit 5 Schüssen angeschossen. Im Kofferraum finden die Ermittler eine schusssichere Weste. Obwohl er sie nicht trägt, hat der vierfache Vater großes Glück und überlebt das Attentat. Hier zusammen hat man ihn jetzt gerade gesehen, hier Hannover, irgendeine Party, wahrscheinlich die Willkommensparty wieder von Frank Hanebut. Hier im Hintergrund sehen wir Frank Hanebut und dann hier vorne Dari. Hannover, Hamburg sowieso immer gute Konnecke gehabt. Schnell gerät ein ehemaliges Mitglied der Mongols ins Visier der Fahnder. Der Club hatte sich 2016 aufgelöst. Das hier vorne, das ist Reza aus der Schweiz, der dann den Wechsel gemacht hat von den Hells Angels zu den Mongols. Und man muss es sagen, ein Wechsel von einem der großen 1%-Clubs zu einem anderen großen 1%-Club ist eigentlich ein No-Go. Auch wenn man in einem der großen Clubs im Bad Standing gegangen wurde. Das heißt, Bad Standing heißt, man ist im Schlechten rausgeschmissen worden und keiner der anderen Member darf mehr Kontakt mit dir haben. Und wenn sie dich sehen, dürfen sie dich angreifen und so weiter. Ist es eigentlich ein No-Go für einen anderen großen 1%-Club, den dann aufzunehmen. Aber diese Wechsel hat es gegeben. Es hat ganze Chapter-Wechsel gegeben. Ich glaube, der bekannteste Wechsel ist wahrscheinlich Kadir Padie mit dem Bandidos Berlin zu den Hells Angels. War wahrscheinlich der bekannteste Wechsel. Ja, es haben aber auch schon in Australien, glaube ich, auch viele Bandidos zu den Mongols gepatcht. Kann das sein?
War das in Australien? Oder in welche. Ja, und besonders von Rot-Weiß zu den Mongols bei der Geschichte, ja. Reza soll mittlerweile ermordet worden sein. Ja. Nun will er Mitglied bei den Bandidos werden. Blick Schweiz. 2020. Rüpel, Rocker, Reza A. Ich kenne nur Rüpel, Rapper, Finch, Ehrenmann. Aargauer Hells Angels werfen Reza J raus. Er zog zurück nach Hamburg, zettelte dort mit den Mongols einen Krieg gegen Hells Angels an. Reza landet im Knast. Inzwischen hat er die Farben erneut gewechselt. Wie Sonntagblick erfuhr, ist Reza J Anwärter, ein sogenannter Probationer bei den Bandidos in der griechischen Stadt Thessaloniki. Eieiei. Eieiei. Okay. Krass. Also, der soll im Knast sitzen, ja. Nein, Gremium spielt hier in dieser Liga einfach keine Rolle. Es tut mir leid, ich will Gremium nicht zu nahe treten, aber spielt in dieser Liga und bei diesen Sachen einfach keine Rolle. Seine Frau hat ihn überall als vermisst gemeldet. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, von Hells Angels zu Mongols, von Mongols zu Bandidos, das ist schon alles. Ich weiß nicht, wie oft kann man Tattoo übertätowieren? Wie oft kann man Club-Tattoo übertätowieren? Hat da jemand Ahnung von? Wie oft geht sowas? So, warte, ich muss mal kurz jemanden blockieren. So, und weg. Dieses Rainer Winkler-Thema, das ist doch hier nichts zu suchen. Also, zweimal kann man das übertätowieren. Okay, da hast du aber schon ganz schön. Da hast du schon ganz schön Haut eingebüßt, wenn du jedes Mal eine Bekennungstattoo. Ein Bekennertattoo zu deinem Club machen willst. Der Hass auf die Hells Angels blieb aber sehr lebendig. Die Auflösung des Clubs war auch ein Erfolg der polizeilichen Null-Toleranz-Strategie. Es tut mir leid, ich weiß nicht, ob jemand noch was auf diesem Bild auffällt. Erfolg der polizeilichen Null-Toleranz. Ich frage mich nur, wie so ein Bild zustande kommt. Ich frage nur in die Runde. Ich gebe mich da ganz neutral, ich lehne mich zurück. Das war ein Spaß mit dem Tattoo, aber fällt jemand noch was auf bei diesem Bild? Ja, dem Tätowierer muss er auch schon gesagt gehen. Ja, wie kommt man dazu, fürs Internet ein Poster-Bild zu machen? Erstens die coolen Sonnenbrillen auf. Schleichwirkung für Gaswasserinstallateur, die sitzen auf dem Boden vor der Heizung, ja. Nase weiß, sie liegen am Boden auf Nase. Keine Ahnung, aber das wurde öffentlich gepostet. Ja, Sonnenbrillen von der Fahrradpolizei. Ich kenne noch jemanden, der gerne Fahrradbrillen trägt. Das ist dann so richtig alter Radiator-Style. Ja, ist halt ein Poserfoto in einer ziemlich abgeranzten Bude. Ja, so sieht's irgendwie aus. Aber auf so ein Bild musst du ja erstmal kommen und dann sagen, geil, gut getroffen mit unseren coolen Sonnenbrillen. Komm, posten wir. Kampf den Hells Angels. Vielleicht war der Keller auch kalt. Ja. Strategie. Wir sind als Staat immer dran. Das hatten wir auch damals gezeigt, dass wir dort auch mit einer sehr, sehr niedrigen Eingriffsschwelle dem entgegentreten. Natürlich gibt es Konflikte, die zum Teil uns nicht bekannt sind. Aber wenn sie bekannt sind, wenn sie in der Öffentlichkeit stattfinden, dann gehen wir auch sofort massiv dagegen vor. Das Attentat auf Dariusz Fazulahi verhinderte die Polizei nicht. Über die Hintergründe verhandelt 2020 das Landgericht Hamburg. Angeklagt sind drei Männer. Darunter der 29-jährige Ex-Mongol und Zuhälter Arash Roya. Aber hat schon eine kalte Ausstrahlung, oder? Oder? Hat schon eine ziemlich kühle Ausstrahlung.
Also sowas von, ja. Muss man echt mal ganz ehrlich sagen. Und auch hier kommt wieder der Vorwurf wahrscheinlich, ja, die Polizei wusste davon, hat nichts gemacht. Die wollten, dass Dari abgeschossen wird oder sonst was. Die Polizei kann nicht immer alles herbinden. Wenn man konspirativ genug ist, dann kriegt man auch nichts mit. Kriegt die Polizei auch nicht mit. Der Typ hat im Hells Angels Boss die Nase gebrochen. Ja, auch so viel Ausstrahlung wie ein Kühlschrank auf jeden Fall. Unberechenbar. Ja, Bart dient zur Tattoo-Abdeckung. Ich glaube, das war nämlich so wichtig. Ich habe so ein bisschen jetzt gerüchteweise gehört, dass er jetzt zum Glauben gefunden haben soll im Knast, aber da kann ich nichts weiteres zu sagen. Vielleicht einfach mal Kontakt per Brief aufnehmen. Knast Hamburg, mache ich das mal? Ja, er killt dich einfach, weil du ihm die Vorfahrt genommen hast. Ja, schon eine sehr kühle Ausstrahlung, das muss man auch so sagen. Er soll die blutige Tat aus dem Gefängnis heraus angeordnet haben. Geschossen hat laut Anklage der Bulgare Angel I. Der Mann hinter dem grünen Ordner soll für 10.000 Euro als Killer angeheuert worden sein. Also Angel I, 10.000 Euro muss man sagen, wird mit Sicherheit Arisch auch richtig angepisst haben, dass er seinen Job scheiße gemacht hat, mit 5 Kugeln das nicht zu schaffen, Dari zu töten. 10.000 Euro Auftragsmord, ne? Das ist 10.000 Euro Menschenleben. 10.000 Euro. Tja, was willst du dazu sagen, oder? Ich weiß nicht, für 10.000 Euro kriegt man da, ich weiß nicht, das sind 3 Monate Gaszahlung heutzutage. Ja, und einfach auch so, dass es Leute finden, einfach, klar, gibt es viel Armut auf dieser Welt, aber 10.000 Euro einfach für einen Auftragsmord. War der Täter nicht geistig eingeschränkt? Kann sein, das weiß ich nicht, die Hintergründe habe ich da jetzt nicht. 10.000 ist nichts, ja. 10.000, die pisse ich, ja, Ron Bilecki oder wie er heißt. Ja, Wahnsinn, ist ja so. Ja, da kriegt man nicht mal ein vernünftiges Moped für, ja, ist so. Sein. Angeklagt ist auch ein 73-jähriger Taxifahrer. Es ist der Vater von Arash Ruja, dem mutmaßlichen Auftraggeber. Also, ich habe, das wurde mir gestern auch zugetragen. Der Vater von Arash hat seinen Sohn, also die sind wohlhabend und hat auch schon immer seinen Sohn unterstützt, soll ihn auch mal angefeuert haben bei so Schlägereien in der Schule. Es hatten sich 2 gemeldet, die auch mit ihm zur Schule gegangen sind, die ihn aus Hamburg kannten und so weiter. Und dass der Vater das schon immer auch angestoßen hatte. Und das waren ganz, ganz enge Familienbande und sehr, 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 sehr heftig auch unterwegs. Ne? Also ist hier kein netter älterer Herr, der irgendwie auch vielleicht in irgendwas so reingezogen wurde. Ne? Also wenn man mit Papa drüber spricht, Papa, besorgt mal einen Auftragsmörder aus Bulgarien oder Rumänien oder so. Das sagt dann, glaube ich, auch viel über Vater aus. Ne? Soll auch in der gleichen Haftanstalt sitzen wie sein Sohn gerade. Für den Vater ging es offenbar um die Wiederherstellung der Familienehre. Dem Vater des Angeklagten Arash R. wirft die Staatsanwaltschaft vor, in die Planung und auch in die Ausführung eingebunden gewesen zu sein. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Plan, den späteren Geschädigten erschießen zu lassen, von Vater und Sohn praktisch gemeinsam gefasst. Wie das Attentat abgelaufen ist, können Ermittler ziemlich genau rekonstruieren. Demnach verlässt die Freundin des Mongols Auftraggeber Arash Ruja kurz vor Mitternacht ihre Wohnung. Mit einem Mercedes-Coupé. Ja, hier sieht man das. Sie hat auch Arash hier tätowiert. Und die junge Frau soll auch in Haft sitzen. Ja, also die hat dann auch angeschafft für Arash, den Mongol. Ne? P. fährt Lisa S. Richtung Reeperbahn. Die junge Frau, die sich prostituiert, seitdem sie 16 ist, wird später wegen Beihilfe rechtskräftig zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Freundin holt, so die Ermittler, den bulgarischen Auftragskiller Angel I. in der Nähe des Hauptbahnhofs ab. Er hat eine Pistole Kaliber 7,65 dabei. Den Ermittlungen zufolge ist Arash der Auftraggeber, aber die Tat wurde nicht am Telefon besprochen. Ja, also hier sieht man das auch angesprochene Tattoo. Also diese Tattoos sind auch alle innerhalb kürzester Zeit gekommen, ne? Die
Die Mongols, die sich da in Hamburg da zusammengeschlossen haben, die haben sich alle binnen 3 Monaten, weiß nicht wie viele Mongols-Zeichen tätowieren haben lassen. Das war in einer Schnelle zu sehen über Social Media, wo ich gedacht habe, Alter, krass, der Tätowierer, der wird gut was verdient haben. Und du musst als Tätowierer dich auch erstmal in Hamburg hinsetzen und sagen, oh nee, Faxe, Hells Angels, kein Problem, mache ich. Sag aber bitte nicht, wo du es hast machen lassen. Ja, kein Problem. Aber mich nicht markieren bei Instagram. Und ja, diese Vorbereitung, wenn man das sieht, so mit dem Auto abholen und so weiter und auch immer das Unterschätzen der Polizei hier, dass die das nicht, dass die das dann nicht ermitteln kann und so weiter, ist halt immer ein Riesenfehler auch aller Kriminellen. Ne? René Ortlieb leitet das Kommissariat zur Bekämpfung der Rocker-Kriminalität. Mit ZDF Info redet er zum ersten Mal über die blutige Nacht auf St. Pauli. Es ist allerdings in dem Milieu auch uns immer bewusst gewesen, dass es für gewisse Sachen immer auch ein Rückspiel geben wird und dass wir das Rückspiel auch sicherlich nicht verhindern können oder werden. Aber wir uns in die Lage versetzen müssen, so ein Rückspiel, wenn es denn stattgefunden hat, und das war nun ein trauriges Rückspiel, das möglichst schnell und umfassend aufzuklären. Zurück zur Tatnacht am 26. August 2018. Lisa S. und der angeheuerte Schütze sind auf den Straßen rund um die Reeperbahn unterwegs. Sie suchen ihr Opfer. Gegen 22.50 Uhr entdecken sie in einer Seitenstraße einen auffälligen Bentley. Tja, ist natürlich dann auch eine Leichtigkeit, dann über den Kiez zu fahren, wenn man weiß, die verbringen da ihre Zeit, dort wird Geld verdient, dort hängen sie rum, dort wird getrunken, Shisha geraucht, Geld eingesammelt, es wird Macht demonstriert, man muss sich zeigen, wenn man auf dem Kiez, wer sein will, in der Stadt wer sein will, dann musst du sichtbar sein, du kannst kein Unsichtbarer sein, nicht wenn du so öffentlich bist als Rocker. Und als Rocker ist man sowieso öffentlich durch das Tragen der Kutte, durch das Tragen der Insignien, der Symbole und so weiter. Musst du halt auch sichtbar sein. Und dann wurde der weiße Bentley gefunden und der Entschluss zum Mord stand ja sowieso fest. Und da muss man auch dann immer wieder sagen, diese Abhängigkeiten dieser Frauen, die seitdem sie 16 ist, prostituiert war, sich dann Arash da über den Bauch tätowiert und so weiter. Dann auch sich den Befehl von ihrem Mann abzuholen im Knast, pass auf, organisiere bitte den Mordanschlag mit meinem Vater zusammen, um mich und meine Ehre zu retten, und um die Familienehre zu retten. Geht diese Frau aus dem Knast los mit 25 Jahren oder 24 Jahren? Und und ist bereit, da diesen Mord durchzuführen. Klar, sie selber wurde auch verletzt und angeschossen vorher. Und da haben viele unterschiedliche menschliche Gefühle mit reingekickt. Ne? Rache, Wiedergutmachung, Ehre, Stolz. Ich lasse mir das nicht gefallen. Und sie wird da auch richtig bearbeitet worden sein, mit Sicherheit, von Arash. Es ist der Wagen des Rockerbosses Faisolahi. Lisa S. berichtet die brisante Neuigkeit direkt an den Auftraggeber ins Gefängnis. Und zwar auf ungewöhnliche Weise. Sie schickt eine SMS an ein Flirtportal des Fernsehsenders RTL. Der Inhalt der SMS landet im Videotext und kann von Arash Ruya live mitgelesen werden. Tja, das ist nichts Neues. Wo ich das erste Mal 2011 in Haft saß, war das ein ganz normales Kommunikationsmittel über Chatportale im Fernsehen, über diese Flirtportale im Videotext, Informationen auszutauschen, Daten weiterzugeben, Termine zu machen und so weiter. Der Trick ist nicht neu, der ist auch nicht cool, den kennt die Polizei. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Ja, es ist ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Insider-Talk auf Polizei. Ich habe in Haft selber sehr schnell ein Handy bekommen, das in meiner ersten Haftzeit. Und meine Zelle wurde dann in der JVA Bützow nicht mehr durchsucht. Das ist doch ein Traum, in einem offenen Ermittlungsverfahren, in der organisierten Kriminalität, den verhafteten Präsidenten, der gerade im Rockerkrieg liegt mit einer anderen Bande, ein Handy zukommen zu lassen. Wollen wir doch mal gucken, mit wem der schreibt, was der schreibt
Und diese Kodierung von Clubs und so weiter ist einfach auch lächerlich. Die Polizei kann sich auch Sachen zusammenreimen. Die reimt zwar manchmal falsch, auch das habe ich noch, kommen wir in der Schwarzen Schar-Serie noch zu. Aber da wird dann auch vom LKA wird dann eine Nachricht an den Knast gegeben und bitte lassen Sie dem Herrn Schlaffer sein Handy. Wenn dem das nicht gerade aus der Hosentasche fällt und Sie können es nicht übersehen, dann durchsuchen Sie bitte nicht seine Zelle und lassen Sie ihm bitte sein Telefon. Also ich muss mal gucken, hier klingelt es hier. Wer klingelt denn jetzt hier unangekündigt? Kann doch jetzt hoffentlich nur die Post, Alter. Digga. Hä? So, Entschuldigung, Leute. Ja, woher wissen Sie, dass der Text seiner Frau war? Ja, die werden mit Sicherheit auch das Handy seiner Frau irgendwann ausgewertet haben oder die war noch in der Observierung und da kann sie dreimal behaupten, ja, ich habe wirklich ein Flirtportal. Weißt du, sonst schreibt sie nichts an dieses Flirtportal und auf einmal schreibt sie da was. Das war so leicht zu durchschauen für die Polizei. Die denken auch immer, alle Kriminellen denken immer, sie können die Polizei austricksen. Und es gibt immer mal wieder einen neuen Trick, womit man Polizei austricksen kann. Aber auch der Polizeiapparat ist ein lernender Apparat. Also auch die lernen dazu. Die reagieren immer wieder, was sich Kriminelle neu haben einfallen lassen, welche Methoden, und entwickeln dagegen Strategien. So einfach ist das. So funktioniert die erschreckend einfache Kommunikation in den Knast. Konkret schreibt die junge Frau: Schatz, ich habe das schönste Kleid überhaupt gefunden. Zu schön. Ich versuche mich 0 Uhr zu melden. Ich liebe dich. Gegen 23.50 Uhr verlässt das Opfer ein Restaurant und fährt los. Eine Kamera in einem Geschäft zeichnet auf, wie der Bentley von einem Mercedes verfolgt wird. An einer Ampel setzt Lisa S. ihr Fahrzeug neben den Wagen des Angels. Der Schütze zieht seine Pistole Kaliber 7,65 und feuert insgesamt 5 Mal. 3 Polizisten hören die Schüsse und sind nur Sekunden später am Tatort. Ein Beamter zieht den lebensgefährlich verletzten Hells Angel aus seinem Bentley. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelingt den Tätern die Flucht. Tja, muss man dann auch immer sagen, all cops are bastards bei allen großen Clubs. Standardaufkleber, Standardaufnäher, Standardspruch in allen Social-Media-Profilen. Aber um den Dari aus einen ihrer Member aus dem Auto zu ziehen, erste Hilfe zu leisten, Krankenwagen zu rufen und so weiter, da sind dann nicht alle Cops auf einmal Bastarde, ne? Ist einfach so. Wenn man es konsequent durchzieht und sagt, nee, deine Hilfe will ich nicht, nee, ruf mir keinen Krankenwagen. Ist einfach so. Oder? Ist irgendwie nicht konsequent zu Ende gedacht. Da bin ich ganz ehrlich. Ist für mich nicht konsequent zu Ende gedacht. Am Ende braucht man doch immer die Polizei. Ja, ist so. Ja, 500 Meter von der Davidwache jemand umbringen wollen, was soll da schief gehen, ja. Aber wie gesagt, Großfahndung hat nichts gebracht. Aber für mich ist das schon dann so, dass dann auch die Polizei dann trotzdem, egal wie doll jemand gegen Polizei ist, ist die Polizei dann doch für jeden da, ne? Wird schon selbst verheilen, ja. LKA-Fahnder sind schnell am Tatort. Ich persönlich war eine halbe Stunde nach den Schüssen vor Ort. Wir haben einen Zeugen gehabt, der das flüchtende Täterfahrzeug gut beschreiben konnte. Leider Gottes hat er das Fahrzeug sehr gut beschrieben, aber sich das Kennzeichen nicht gemerkt. Große schwarze S-Klasse. Ja, aber Kennzeichen, aber hat, glaube ich, nachher trotzdem gereicht. So, dass wir nur eine Modellreihe und eine Farbe hatten und dann durch intensive kriminalpolizeiliche Arbeit, Videokameras ausgewertet und, sind wir in die Lage versetzt worden, tatsächlich ein baugleiches Fahrzeug am Tattag zu identifizieren. Die Polizei ermittelt sehr schnell das Kennzeichen des Mercedes und erhält über eine verbaute SIM-Karte ein genaues Bewegungsprofil. Tja, vergisst man, dass in den Autos heute SIM-Karten drin sind für Notruf und sonst was alles. Aber was keine SIM-Karte braucht, ist die Unterstützung, wenn ihr die geben wollt. Ein bisschen Werbung muss sein, Leute. Also Zec Plus mit Philipp 10 könnt ihr da sparen. Also hier nochmal alles, was für Sport, Klamotten und Gesundheit uns angeht. Dann könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Könnt ihr aber auch unterstützen als Kanalmitglieder. Oder hier ein Abo abschließen oder sonst was.
Dann Beef Bandits natürlich, wer auf Fleisch steht, gerne am Grill steht und so weiter, da auch mit Philipp 10 ist das möglich. Dankeschön, Leute, checkt das mal auf, Beef Bandits bei Google eingeben. Dann gibt's das Buch, Spiegel Bestseller. Dankeschön, falls jemand Interesse hat. Wenn jemand kein Interesse hat, dann ist halt so. Meine Güte, regt euch wieder ab. Werbung Ende, ansonsten habe ich heute Zack Plus an, nicht King oder den Kongs, aber das ist halt so. Also Leute, Werbung Ende, Dankeschön. Na, also SIM-Karte verbaut in so einem Auto, kann man nicht sagen, mein Auto, das stand die ganze Nacht. Scheiße, ne? Wenn es dann aufgezeichnet wurde, im Navi, in der SIM-Karte, Bewegungsprofil erstellt wird. Schöne Scheiße. Das LKA bekommt auch mit, dass Lisa S. 8 Tage nach der Tat ihren Freund Arash Ruja im Knast besuchen will. Daraufhin verwanzen Techniker der Polizei den Besuchstisch Nummer 1. So können die Fahnder mithören, als Ruja voller Stolz mit Lisa über die Tat spricht. Es geht um Ehre, Blutrache und das Opfer. Tja, ja, auch mal ausgedribbelt worden, ne? Denkt man immer, wir sind so schlau, Besucherraum, lass flüstern, lass Geheimsprache machen. Tja, ist ein ganz einfacher Fehler, den viele Kriminelle machen. Ich würde sagen, was haben wir zurzeit, 60.000 Gefangene in Deutschland? Die haben auch alle gedacht, Polizei doof. Vergleicht sich und seine Freundin sogar mit dem legendären Gangsterpärchen Bonnie und Clyde. Oh, viel Pathos. Blut, Ehre, Familie, Bonnie und Clyde, Joghurt, Tomate, Hamster, Mikrowelle, alles dabei, was man braucht, ist schon großes Kino. Es waren auch gute Hübsche dabei, das muss man ganz klar sagen, weil an dem Morgen dieses Besuchs war das der einzige Besuch, der stattgefunden hat. Es sind, weiß ich nicht, wie viel, 100 Insassen und das war der einzige Besuch, der stattgefunden hat. Von daher waren recht optimale Bedingungen für so eine Maßnahme vorhanden. Das abgehörte Gespräch ist der zentrale Beweis, als Anfang 2019 gegen die Prostituierte am Hamburger Landgericht verhandelt wird. Oh, die braucht Conditioner. Conditioner oder wieder Haare nachfärben oder so. Knast macht Haare kaputt. Ist einfach, da ist halt kein Entkalkungssalz vorgeschaltet bei den Duschen im Knast. Das ist leider so. Deckel sie hier unten. Ja, warte mal. So, da ist er wieder. Ah, irgendwo drunter ist der Deckel, ja. Also, ja, ein Bekannter hat 7 Jahre bekommen und denkt heute noch, die Polizei ist doof, nichts gelernt, ja, ist so. Ja, für die Werbung kann ich nichts, die schaltet Twitch. Twitch ist ein Unternehmen, das will Geld verdienen, Leute, also brauchen Sie nicht aufregen. Wenn ihr ein Abo abschließt, hier auf dem Kanal, seht ihr keine Werbung mehr, glaube ich. Aber Twitch ist ein Unternehmen, unglaublich, dass ihr irgendwas konsumiert und die Unternehmen wollen damit Geld verdienen. Ihr konsumiert was kostenlos und dafür schalten die Werbung. Ist eine Frechheit. Tut mir leid. Aber grundsätzlich könnt ihr alles bei Twitch und YouTube kostenlos konsumieren und ja, könnt auch den Creatoren, die ihr guckt, damit meine ich nicht nur mich, auch was gönnen. So. Sie wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Ja. Nicht nur die Jugend weggeschmissen als Prostituierte, dann Mord und von Hells Angels gejagt, jetzt auch noch 12 Jahre. Ja. In diesem Gespräch in der JVA sollen Begriffe gefallen sein wie Blutrache, Bonnie und Clyde. Können Sie dazu was sagen? Das ist richtig. Ein Gespräch, wenn es denn eins ist, besteht darin, dass mindestens 2 Personen sich unterhalten. Und solche Worte sind aus dem Mund meiner Mandantin nicht gefallen. Was ist das denn für ein windiger Aal? Tut mir leid, ich will ihn nicht zu... ich will ihn nicht zu nahe treten, ne? Aber wenn das ein Gespräch war und 2 Personen, dafür braucht man ein Gespräch. Gut, ich führe auch Selbstgespräche manchmal, wenn ich zu lange allein im Keller bin. Das war schon eine sehr, sehr unanwaltliche Antwort, fand ich. Also er hat mich peinlich getroffen. Gut, seine Mandantin hat es nicht gesagt, sondern... der Arash hat es gesagt und sie hat gesagt, ja, ich mach das, ich hab's gemacht und das schöne Kleid, tut mir leid, 12 Jahre sprechen hier eine klare Sprache und dass das Gericht sie dann auch verurteilt hat. Aber aus dem Mund des Angeklagten. Soll so sein, ja. Was sagen Sie dazu? Das ist ja für mich als Laien, juristischen Laien, relativ eindeutig, wenn man solche Sachen in den Mund nimmt. Kann man so sehen, ja.
Über das Motiv für das Attentat gibt es auf der Reeperbahn ein hartnäckiges Gerücht. Rache. Das ist kein Gerücht, das war klar. Der Arash und seine Perle, die wurden zu Hause überfallen, wurden niedergeschossen und die befanden sich zu dem Zeitpunkt im Krieg mit den Hells Angels und die haben das einfach 1:1 auf die Hells Angels gemünzt und dadurch, dass Dari schon mal irgendwie Arash vor den Koffer geschissen hatte, weil er bei den Hells Angels nicht mitmachen durfte oder sonst irgendwas, ist da ein Rachegedanken gereift und dann trifft es auch genau den Richtigen und dann nehmen wir den Härtesten da aus der Gang. Und dann machen wir den größten platt und den töten wir. Und dann kann uns keiner mehr was. Wenn ich in 15 Jahren aus dem Knast wieder rauskomme, dann sind die Nächsten dran. Also bei der Entlassung werde ich auf jeden Fall ja, ganz genau hingucken. Der Hells Angel Faisulahi wurde zum Opfer, weil er zuvor die Schüsse auf Arash Ruya und seine Freundin befohlen habe. Ja, gut, es wird ein Misch aus allen möglichen sein. So die unbewiesene These. Auch die Polizei hält dieses Szenario für realistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schüsse auch in dem Wohnhaus im Filoweg aus Richtung anderer verfeindeter Rockergruppierungen stammen, ist sicherlich naheliegend. Es gibt sicherlich auch viele andere Konflikte, die vielleicht ursächlich sein könnten. Aber die Vermutung, die auch die Familie Ruya lautstark in den Medien formuliert hat, die ist sicherlich nicht völlig abwegig. Zum Ärger der Polizei hält sich der Kiez weiter an die unbedingte Pflicht zum Schweigen. Das Ringen um Macht und Ansehen zerstört ganze Biografien. Im Jahr 2019 verhaftet die Polizei auch den Vater von Ex-Mongol Arash Ruya. Tja, für die Familie, ne? Der gebürtige Afghane hatte sich jahrzehntelang eine Existenz als Taxifahrer aufgebaut. Der 73-Jährige hatte die Tat auf Dariush Faisulahi mitgeplant. Er wird vom Landgericht zu 9 Jahren Haft verurteilt. 2018, 2027, Ersttäter, vielleicht ein bisschen Resozialisierung, weiß man nicht. Sind 2 Jahren wieder raus. 6 Jahre ist vielleicht schon dieses Jahr irgendwie im offenen Vollzug oder so. Belastet wird er vor allem von dem Schützen Angel I., der 6 Jahre Haft kassiert. Das ist halt krass, ne? Der abgedrückt hat, kriegt am wenigsten, ne? Vater 9, sie 12 und Arash, glaube ich, 15. Und der wirklich abgedrückt hat, der kriegt 6. Aber weil er als Belastungszeuge da drin ist, aber dass der Auftraggeber da härter bestraft wird, als der den kalten Finger gemacht hat, ne? Krass, oder? Richter rechneten dem Bulgaren seine Aussagen strafmildernd an. Meinem Mandanten geht es sehr schlecht. Er ist in der Haft isoliert. Es hat im Vorfeld einen Suizidversuch gegeben und der leidet sehr darunter unter dieser Haft, weil er keinen Besuch bekommt. Ja, also mir kommen die Tränen, ne? Mir kommen die Tränen immer als Täter, also da wird's mir ganz warm ums Herz. Also nach Deutschland gekommen für 10.000 Euro, bereit, jemanden mitten auf den Kiez abzuknallen, um dann, keine Ahnung, um da in der Heimat dann da sich irgendwas aufzubauen damit oder so weiter. Also der arme Auftragsmörder, mir kommen die Tränen. Also wäre mal wieder Zeit für ein PayPal-Spendenpool, aber den gibt's ja nicht mehr. Meine Güte. Meinem Mandanten geht's sehr schlecht. Und keinerlei Kontakte zur Außenwelt hat. Und momentan ist seine psychische Verfassung sehr, sehr schlecht. Zumal er auch an Schizophrenie leidet. Der jahrelange Krieg auf Hamburg-Straßen. Okay, Schizophrenie soll bei ihm festgestellt worden sein. Trotzdem für alles keine Entschuldigung. Ist eine Geschichte ohne Moral und ohne Sieger. Er kennt nur Verlierer. Am Ende haben Polizei und Justiz zurückgeschlagen und ihre Macht demonstriert. Zumindest dieses Mal. Also kann man sagen, wohl eher eine Schizophrenie, kann man so sagen. Also gut gemacht von ZDF Info. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön an die Prime-Abos. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr hier ein Abo dalassen. Ihr könnt auch so ein Abo dalassen, dann nervt euch die Werbung nicht so. Dankeschön für euren Support. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Knapp 400 Zuschauer wieder bei Twitch. Ich habe bei Twitch ein bisschen vernachlässigt.
Aber wir sind ja fleißig bei. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir werden das Thema Rocker jetzt in den nächsten Wochen im Sommer sehr intensiv beleuchten. Wird immer wieder was kommen. Checkt bei Instagram aus, dann werdet ihr informiert, wenn wir live sind. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Und das Einzige, was mir verbleibt zu sagen, ist, ja, trotzdem will man dem Arash auch eine Veränderung im Knast gönnen und dass er das schafft, aus dieser Spirale rauszukommen. Und auch wieder Gesundheit für Dari und vielleicht auch einen Weg da irgendwie aus dieser Spirale raus der Kriminalität und der Gewalt. Es ist möglich. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.